Nun kommt der vorne mit. Ja, so will ich jetzt.
Wir wollen nicht in den, aus dem alten Mast raus. Kommt dreimal jemand vor. Meine Freunde, liebe Gäste, ich möchte Sie, wir möchten Sie, Regina Hellen und ich möchte Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen an dem heutigen Tag, am letzten offiziellen Öffnungstag hier am Herforder Bismarckturm. Halt mal weiter weg, das Mikro. Das hört man. Ist das so? Verstehen Sie? Besser so, okay. Danke für den Tipp. Nochmal ganz herzlich hier, seien Sie ganz herzlich gegrüßt hier am Herforder Bismarckturm am letzten Öffnungstag dieser Saison. Wir haben das ein bisschen versüßt mit etwas Musik. Über einen wunderbaren Kontakt, ein Freund von uns, ein britischen Offizier, kam mir zustande. Der Herr, der dort hinten steht, kommt extra aus Bram, schon um die letzte Stunde hier mit uns gemeinsam zu verbringen. Mr. Scott Cochrane wird uns hier gleich einige Melodien aus seiner Heimat vorspielen. Auf dem Dudelsack vor, auf und in dem Turm. Wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, Sie halten es einige Zeit auf dem Turm aus. Ich kenne ja die schottische Tracht auch und ich weiß, dass dort oben nicht gerade 20 Grad herrschen im Moment. Aber wir freuen uns trotzdem, dass Sie sich die Mühe machen, hier heute die Musik für uns zu bringen. Ja, liebe Turmfreunde, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten hier im Sommer, den Turm geöffnet zu haben. Und ich möchte mich auch bei den Damen bedanken, die heute wieder dafür gesorgt haben, dass hier Kaffee und Kuchen steht. Das ist nicht alles selbstverständlich. Das klappt alles nur, wenn es Menschen gibt, die diesen Verein aktiv ehrenamtlich unterstützen. Dafür ganz herzlichen Dank und einen kleinen Applaus für die Damen.